Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video haben wir den Gesamtfehler kennengelernt, den wir beim Abschätzen mit einer Obersumme und einer Untersumme machen. Dieser Gesamtfehler, groß E, ergibt sich dann genau aus der Differenz von der Obersumme und der Untersumme. Wir haben auch kennengelernt, wie wir den Gesamtfehler grafisch als Fehlerrechtecke erkennen können. Das Ziel für dieses Video ist nun, dass wir eine Formel für diesen Gesamtfehler bei monotonen Funktionen finden. Also sei f eine monoton wachsende Funktion im Intervall ab. Wir zerlegen das Intervall ab in n gleich breite Teile. Es folgt gleich der erste Arbeitsauftrag. Beschrifte die Lücken hier in der Grafik. Nimm dir dafür kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann vergleichen wir die Ergebnisse. Also gut. Hier müssen wir aus der Grafik ablesen, dass wir hier genau den Funktionswert an der Stelle b haben und hier den Funktionswert an der Stelle a. Und diese Länge hier ist ja dann genau die Differenz dieser beiden Werte. Das bedeutet, das hier ist f von b, f von a und hier haben wir f von b minus f von a. Als nächstes fragen wir uns, wie breit sind dann diese Rechtecke und was ist der gesamte Flächeninhalt dieser Fehlerrechtecke? Nimm dir dafür wieder kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann vergleichen wir wieder die Ergebnisse. Also gut, dann schauen wir uns als allererstes Delta x an. Wir sehen hier, wir haben ein Intervall AB, das wir in n gleich breite Teile zerteilen. Delta x wäre dann genau eben einer dieser n-Teile. Das heißt, wir müssen uns als allererstes fragen, wie lang ist diese ganze Strecke hier? Naja, das ist einfach b minus a. Und wenn wir das jetzt in n gleiche Teile zerteilen und Delta x genau 1 so ein kleiner Teil ist, dann müssen wir einfach rechnen b minus a und das durch n. Also Delta x ist einfach b minus a durch n. Und jetzt wollen wir den gesamten Flächeninhalt dieser Fehlerrechtecke bestimmen. Und hier kommt jetzt diese Monotonie ins Spiel. Denn weil die Funktion f monoton ist, können wir diese Fehlerrechtecke hier einfach rüberschieben und stapeln. Denn die Monotonie garantiert uns, dass sich diese Fehlerrechtecke hier nicht überlappen, wenn wir sie stapeln. Das heißt, wir machen hier dann keinen zusätzlichen Fehler, sondern das ist okay. Und das noch einmal umso bessere ist, die sind alle gleich breit. Das heißt, wenn wir sie darüber schieben und stapeln, erhalten wir einfach ein großes Rechteck, von dem wir jetzt den Flächeninhalt ganz einfach bestimmen können. Denn wir kennen ja auch die Seitenlängen dieses großen Rechtecks. Das ist nämlich genau einfach wieder Delta x. Und hier die andere Seitenlänge ist dann f von b weniger f von a. So f von b minus f von a. Und nun können wir für Delta x auch noch das hier einsetzen und erhalten dann insgesamt eine schöne Formel für den Gesamtfehler und zwar einfach b minus a in Klammer mal f von b minus f von a und das Ganze dividiert durch n. Das ist jetzt eine praktische Formel, mit der wir jetzt noch weiterarbeiten werden. Jetzt stellen wir uns als nächstes noch die Frage, was passiert, wenn n groß wird? Fülle die Lücke hier im Text und beantworte die Frage, was geschieht, wenn wir das Intervall in immer mehr gleich breite Teile zerlegen. Also überhaupt, was passiert, wenn n gegen unendlich geht? Nimm dir dafür noch einmal kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir darüber. Also gut, klarerweise gilt, dass wenn n größer wird, dann wird e kleiner. Also je größer n ist, desto kleiner ist e. Das erkennen wir auch hier an dieser Formel, denn wenn der Nenner groß wird, wird der Gesamtausdruck klein. Und das hier oben, das ist das nächste Geniale, das ändert sich nicht mehr. Die Gesamtintervallbreite b minus a bleibt gleich. Und diese Differenz hier, f von b minus f von a, bleibt auch gleich. Das heißt,
das Ganze hier kann tatsächlich nur kleiner werden, wenn n immer größer wird. Und was passiert, wenn n gegen unendlich geht? Dann geht der Fehler tatsächlich gegen 0. Also genau das, was wir uns erhofft haben und genau das, was wir auch erwartet haben. Also gut, stellt sich noch eine letzte Frage, und zwar, wie schaut es aus bei monoton fallenden Funktionen? Denn wir wollen ja generell eine Formel finden für monotone Funktionen. Bis jetzt haben wir aber nur von monoton wachsenden Funktionen gesprochen. Das bedeutet, wir müssen uns noch die Frage stellen, wie ändert sich die Formel für groß E, wenn f monoton fallend ist? Nimm dir dafür noch einmal kurz Zeit, passe die Formel entsprechend an. Ein kleiner Tipp, wie würde sich die Grafik verändern, wenn f monoton fallend wäre? Nimm dir dafür, wie gesagt, noch einmal kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir noch über die Formel. Also gut, entscheidend ist, dass wir die Grafik ändern. Also schauen wir uns das Ganze einfach einmal an. Ich habe jetzt hier quasi den Spieß umgedreht, also hier haben wir quasi die gleiche Situation, nur verkehrt. Ich war nur ein bisschen faul und habe es dabei nur in 4 Teile zerteilt, aber das macht nichts. Die Grundidee ist dieselbe. Also diese Fehlerrechtecke können wir wieder stapeln, hier rechts, und können uns anschauen, wie breit dieses Gesamtfehlerrechteck ist. Gleich breit wie all diese, also Delta X. Und jetzt stellt sich noch die Frage, wie hoch ist es? Und das ist jetzt entscheidend, denn dadurch, dass f jetzt monoton fallend ist, haben f von b und f von a quasi nun Platz getauscht. Und darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Das bedeutet, die Höhe dieses Rechtecks ist jetzt f von a minus f von b. Und genau das müssen wir dann eben auch in der Formel ändern. Also wir müssen berücksichtigen, dass dadurch, dass f jetzt monoton fallend ist und nicht monoton wachsend, ist der Funktionswert an der Stelle a größer als der Funktionswert an der Stelle b. Das bedeutet, f von a und f von b tauschen Platz und die Formel angepasst sieht dann so aus. Im nächsten Video werden wir dann diese Formel verwenden und wieder auf unser Beispiel von vorhin anwenden und den Fehler einmal richtig gut abschätzen.